Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Fullface auf etwas Neues, Altes. Wir testen zusammen einfach und ja, es ist eigentlich einer meiner liebsten Formate, einfach Neues und Altes zusammen zu mischen. Es wird auch bald ein Fullface auf Komplettneuheiten geben, die ich noch nicht getestet habe und wozu ich noch nicht gekommen bin. Aber jetzt muss ich erstmal meinen Beauty-Schwamm anfeuchten. Das habe ich Möchte ich nämlich die vergessen. My Little Pony Palette testen von Colourpop. So sieht das Ganze aus. Schön bunt. Ich bin mir noch nicht sicher, in welches Farbding ich gehen werde mit ihr. Wir gucken einfach mal und entscheiden dann. Dann habe ich von Trended Up so eine Blush-Palette. Ich liebe das. Die sind richtig klug, dass sie es durchsichtig machen. Dann habe ich von Astor ein Step One und ein Step Two. Und dann habe ich noch eine uralte Palette von NYX, immer noch. Dann als Blush, genau das haben wir. Als Augenbrauen benutze ich meinen kleinen Scheißerchen noch. Und zwar ist der von Benefit in der 3,5. Ich habe vorher mein Gesicht abgeschminkt mit euch zusammen. Hatte ich so einen Test gemacht mit so Abschminkzeug. Und habe dann Creme aufgetragen, so ein Sachet. Hey, das hat gekrümelt bis eben gerade. Ich musste dann nochmal mein Gesicht mit Seife waschen. Jetzt geht's eigentlich. Da ich ja eh einen Primer auftrage, gucke ich mal, ob ich überhaupt Gesichtscreme brauche. Besser gemalt als Foundation drauf war. Der gleitet gerade nicht mehr so gut, finde ich. Und es ist, ich finde, sobald sie so klein werden, da merke ich auch an meinem eigenen, der ist ja schon so klein, wird das ein bisschen popelig hier. Ich habe mir mal einen weißen Concealer heute bestellt, um zu gucken. Cut Creases und sowas. Ich denke, so Videos sind gar nicht mal so verkehrt. So, ihr Lieben, also, es ist so, dass ich meinen Primer drauf gemacht habe und meinen Schwamm habe ich feucht gemacht. Der ist aktuell von, wie heißt das? BH Cosmetics. Primer und Augenbrauen. Augenbrauen habe ich ja hier mit dem Goof Proof Brow Pencil gezogen. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ich meine, ich habe ihn jetzt dreimal für meine Augenbrauen benutzt und es ist immer noch was da. Es ist wirklich sehr ergiebig. Ich kann mir nicht vorstellen, warum es besser ist, den zu kaufen und nicht einen einfach für 3 Euro statt 30. Keine Ahnung. Also, wir fangen an mit der Palette, weil ich gedacht habe, wir versuchen irgendwas Kreatives. Ob das uns gelingt, ist mir immer so ein Rätsel. Diese Palette, ich finde sie ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Ich bin schwierig. Ich bin schwierig. Ich finde sie schwierig, weil da gibt es nicht so richtig, ja, so, es ist sehr bunt. Sehr bunt, aber mit keinem Faden. Ich fange an, meine obere Augenbrauen hier zu highlighten. Mit dem, eigentlich ist das ein ganz helles Lila, so sieht es jedenfalls für mich aus. Und gehe mir in die Lidfalte direkt mit diesem wunderschönen Ton hier, weil es anfängt zu kriechen. Ich muss sagen, Colourpop ist einer meiner liebsten Marken. Ich meine, wenn sie hier besser vertreten wären in Deutschland, überhaupt vertreten wären, sagen wir mal so, dass man die Marke einfach irgendwo in den Laden gehen kann oder auch sogar nur online einfach bestellen kann, was man will, hätte ich viel mehr davon noch. Dann hätte ich vielleicht Concealer, dies, jenes. Und weil ich finde einfach, es ist gigantisch. Ja, das war schon, was man so richtig machen kann. So sieht es jedenfalls aus. Ich würde hier hinten nochmal mit dem dunklen Lila arbeiten. Ich habe nur dreckige Pinsel. Das hier scheint mir ein dunkel lila zu sein. Ich bin so weit raus. Wir fangen an, das da an. Ich mach's ab. Lieben, ich habe mich ja abgeschminkt. Ich habe entschieden, dass ich einfach
eine neue Base drauf mache auf die Augen und was ganz an. Also, was heißt anders? Ich bleibe trotzdem in dem Farbschema, aber anders da anfange. Ich glaube, dass das ein bisschen besser ist. Und zwar fangen wir direkt an mit dem Dunkelgrün und arbeiten uns dann vor. Wisst ihr, was ich meine? Also ich arbeite jetzt einfach ein bisschen so Stück für Stück. Ich trage mir jetzt schon mal den Dunkelgrün auf. Ich finde den einfach so, so schön. Wisst ihr, was ich meine? So ein One-Shadow-Look mit diesem Grün. Das ist so gigantisch schön. Das erinnert mich auch an meine Jugend. Da habe ich immer so einen grünen Lidschatten benutzt. Hier muss noch nichts akkurat sein. Das werden wir dann wieder mit diesem Rosé-Alt-Rosa-Ton verblenden. Ich versuche nur mal eine andere Technik, weil damit es nicht so ausgewaschen aussieht. Jedenfalls, wir testen und das ist schon mal die Hauptsache. Wir haben jetzt 15 Minuten verschwendet sozusagen um nichts. Weil ich einfach, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Es sieht schon mal geil aus. Gefällt mir schon mal richtig gut. Ich benutze das Rosa und fange mal hier so ein bisschen an, die Kanten zu verblenden. Weil den Verlauf fand ich echt schön. Also Colourpop macht mir eigentlich sehr, sehr wenig Schwierigkeiten, was das Ausblenden angeht, Einblenden. Also ich habe mit Colourpop wirklich wenig, wenig, wenig Probleme. Wer hat denn schon mal bei Colourpop bestellt und wo kommt ihr her? Das würde mich interessieren, denn ich überlege schon seit längerem, ob ich dort bestelle oder nicht, aber ich es noch nie getan habe. Ich mache gerade Werbung für Miss Bella. Wisst ihr, das wird so ein lila Schimmerübergang. Geil, 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 geil. Immer wieder geil. Immer wieder geil. Und man kann das natürlich immer wieder aufbauen. Das ist ja kein Thema. Wie gesagt, es ist kein Thema, das Zeug da aufzubauen. Kriegt man ganz gut hin. Meine Augenlider sind sehr, sehr trocken. So. Ich benutze wieder meinen Weißton, den ich vorher benutzt habe mit so Schimmerpartikel und sprühe da genügend hin. Denn wenn ich das jetzt hier auftrage, möchte ich nicht, dass es krümelt am besten. Schön, also hat eine tolle, tolle, tolle Farb. Spiel, sag ich mal, mit diesen ja, dunkelgrünen. Aber ich finde, das meiste an Pigment bekommt man tatsächlich, wenn man es ansprüht. Ich hoffe, meine Kamera gibt mich richtig wieder. Das wird mich so nerven. Es nervt mich nämlich, dass meine Kamera auf einmal mich nicht richtig wiedergibt. Also Stimmen verzerrt. Um noch ein Maximum auszuprobieren, ich habe so wenig Pinsel zur Verfügung, benutze ich dieses Weiß. Also wir haben jetzt gerade dieses Grün benutzt, dann sind wir in das Rosa, in dieses. Da möchte ich jetzt unbedingt mal in das Weiß und versuche hier so ein bisschen sauber zu machen. Also ihr seht, es war ganz spontan, denn meine Pinsel sind alle dreckig. Aber ich muss sie unbedingt heute mal sauber machen, weil wenn meine Palette von dieser Alice Marie, Alice im Wunderland kommt, dann möchte ich unbedingt ein paar Looks schminken und das am besten in ein Video packen. Denn ich finde ihre Palette wirklich gut gelungen. Mal gucken, wie sie auch von der Quali ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel schlechter ist, als BH Cosmetics ist. Also schlechter, sage ich mal, von dieser hohen Position, die sie einfach haben. Und ich finde sie auch gut. Ich benutze diesen Farbton hier. Das ist so ein Rosé Peach. Und zerstöre jetzt meinen Look.
Das sind oftmals so Du-Geschichten. Ist auch ein schöner lila Ton, ne? Wirklich schön. Naja. Wischiwaschi und nichts kommt dabei raus. So fühle ich mich gerade. Ich weiß auch nicht, ob das so ein gelungener Look ist. Oder nicht? So, ich trage mir den Peach-Ton mal auf den Pinsel auf und sprühe den Pinsel an, damit wir das ein bisschen kräftigen können, ne? Ich bitte euch. Das ist einfach nur so ein Aquaspray. Da ist nicht viel Glycerin ist an fast letzten, also mittendrin, sag ich mal. Wenn man einfach sich so ein bisschen mit Farben kombinieren oder sowas gefällt, dann ist das auf jeden Fall was. Und man muss echt kreativ sein, weil ich finde die Palette überhaupt nicht einfach. Ich finde sie echt nicht einfach. Ich habe es jetzt mal mit einem anderen Spray eingesprüht. Sie ist überhaupt nicht einfach. Nö. Versuche jetzt mal meinen Pinsel zu reinigen. Also das ist das, was ich euch über synthetische Haare auch erzählt habe, dass man die mit dem Pinsel auch gut reinigen kann, weil sie verlieren sich nicht so schnell. Die Echthaare, die fliegen bei mir ständig da drin rum. Also manchmal mache ich das, ja. Aber raten kann ich euch davon nur ab. Versuche ich mal. Der ist auf jeden Fall jetzt sauber. Sieht aber mega dreckig aus. Versuch einfach mal irgend so eine Form reinzubekommen. Naja, wir lassen das Ganze, würde ich sagen. Ich fange mal an, mein Gesicht zu primen. Wie gesagt, diese Palette ist wunderschön mit einer Nude-Palette. Noch dazu, da kann man einfach One-Shadow-Looks machen. Ich meine, ich habe es ja jetzt auch hingekriegt, aber im Normalfall. Ich mal. Im Normalfall ist das nicht so. Also da überlegt man sich ja morgens nicht 3 Stunden lang, was man macht. Ich fange an mit Skin Match Protect Primer Step 1. Es verspricht, schützt und perfektioniert. Gucken wir mal, wie perfekt wir danach aussehen. Wahrscheinlich gar nicht. Auf jeden Fall, es ist rosa. Sieht das Ganze aus und ich versuche jetzt mal damit zu arbeiten. Am liebsten noch so über die Augen drüber, ne? So habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das gleich machen werde, weil ich so nah dran war. Sehr bunt und sehr bunt. Karotte. So, dann fangen wir an mit Skin Match. Das ist die Farbnuance 200 Nude. Ich bin ja mal gespannt, war erst neulich beim Zahnarzt, ne? Wenn ich mir jetzt noch einen Schneidezahn raushaue, dann gute Nacht. Nude, ja, es ist Nude, aber es ist definitiv 300 Nude. Aber wir können trotzdem damit arbeiten, wir werden sehen. Also ich sehe schon, eigentlich kann ich das gut einarbeiten, wenn das jetzt nicht noch orange nachdunkelt. Und ich meine, es muss ja zusammen harmonieren, weil wir es ja zusammen gekauft haben. Also es wurde uns zusammen angepriesen, sage ich mal, in einer Verpackung. Ich hätte vielleicht grün eher in die Mitte setzen sollen. Also dieses helle Grün, was ich auch im Innenwinkel habe. Ich habe zwar ein Helo-Ei, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Ich war noch nie so ein richtiger Astor-Fan. Jetzt sind sie ja auch aus der Drogerie draußen. Und ich finde Douglas einfach total. Ich weiß nicht. Ich bestelle nicht gern bei Douglas. Keine Ahnung. Die verpacken nicht anständig. Da ist gar keine Sicherheitsfolie drüber. Also, ich weiß nicht, ich habe schon so viele schlechte. Ich gehe auch nicht gerne in Douglas rein. Also,
Ich weiß nicht, ich bin kein Douglas-Fan mehr. Also ich finde, wenn man natürlich so einen bunten Look macht, dann braucht man definitiv Farbe im Gesicht. Also nicht, dass ihr jetzt 10 Nuancen dunkler werdet, aber man braucht definitiv Ausgleich der Farben. Man darf nicht so viele Unreinheiten haben, meiner Meinung nach. Ich finde, das sieht sonst unruhig aus und dann kann man sich gar nicht auf den Look konzentrieren. Und wenn alles so ebenmäßig ist und natürlich sollte man ein bisschen Haut durchsehen, sieht man bei mir ja auch, aber dass so ein bisschen schöner einfach wird. Dann benutze ich den Highlighter von Benefit. Das ist so eine matte, matschige Geschichte hier. Und versuche mein Bestes. Und auch hier oh, so ein bisschen aufhellenden Effekt zu erschaffen. Ich meine, ich gehe jetzt nirgendwo hin. Ich könnte mich eigentlich abschminken nach dem Video und gut ist. Aber nein. Aber nein. Ich finde, rosa hält halt doch nochmal eine Nummer mehr auf als so gelb. Ich hoffe, ihr seht das. Und mein Innenwinkel wirkt sehr dunkel und ja, nicht ganz so optimal. Ich hätte vorher Concealer machen sollen, bevor ich im Innenwinkel arbeite. Aber gut. Jetzt ist das so, wie es ist. Wir pudern das Ganze mal ab. Da habe ich ein Bare Minerals Puder. Um ehrlich zu sein, ist das ja eine Puder Foundation. Wie ich das aber benutze, weil ich eigentlich mich seltenst abpuder, ich tupfe einmal so rein und klopfe alles Überschüssige ab und gehe ganz leicht rüber. Eher so in. Ich hoffe, ihr erkennt das, was ich meine. Ganz leicht. Das ist nämlich sehr stark deckend und sieht dann komisch aus. Es legt sich dann einfach auf die Haut, weil es ist ja eigentlich dazu gedacht, um das mit der Haut zu verbinden. Ja, dieses Puder ist sehr hell. Also es hält einfach mal die Foundation auf. Hatten wir auch noch nicht. Macht Spaß, sowas zu testen. Bronzer. Ich habe mir jetzt keinen Bronzer rausgesucht. Warum nicht eigentlich? Kann mir das mal jemand erzählen? Nö, ne? Kann mir das selber auch nicht erzählen. Den fand ich eigentlich cool. Oh nö, jetzt ist er auch noch gebrochen. Hier ist nur so ein Stück abgebrochen. Den benutzen wir aber heute mit dem neuen Puderpinsel. Ich finde den echt schön. Wenn man so. Stimmt, ich habe da drauf rumgeeiert. Dann ist das natürlich ein bisschen gebrochen. Aber Neupressen Bronzer ist ganz gefährlich. Die werden dann hochpigmentiert und dann hat man echt ein Problem. Also ich würde es nicht machen, wenn dann ganz, ganz stark reinpressen, aber dann könnte auch die Verpackung kaputt gehen. Also es war so ein Hi und Hot. Ja, was machen wir jetzt noch? Blusher. Highlighter meine ich. Highlighter, wackel, wackel, wackel. NYX Highlighter-Palette. Ich muss sagen, so oft wie ich sie benutzt habe, also seltenst, so sehr liegt sie mir auch am Herzen, muss ich sagen. Also irgendwie denke ich, ja, ich probiere es halt mal, aber irgendwie so richtig werde ich damit irgendwie nicht so warm. Weiß es nicht, welcher besser ist. Ich habe jetzt mal den hier genommen und den da. Wie die Mädels einfach im Internet gut damit aussehen, wenn sie sich ein Bart malen. Ja, okay. Das ist die Blushpalette 010 und ich mochte sie wirklich gerne. Ich habe sie zwar nicht ganz so oft benutzt, wie man sieht, aber ich habe sie denn doch schon benutzt. Und ich fand sie auch gut. Also sie gibt auch Produkt ab. So, wir gehen in den Ton rein. Der hier ist eher so kühl, der ist eher neutral und der ist mit Schimmer. Und auch, ja, ich bin jetzt in beide Töne rein.
Die Foundation ist nicht so mein Ding. Sie betont die Poren. Der Primer hat gar nichts gemacht, bis auf Schimmer. Ein bisschen. Das sehe ich an meinen Händen, weil ich sie ja noch nicht gewaschen habe. Deswegen hasse ich mich eigentlich auch hier zu schminken. Das können wir machen. Ich würde sagen, ich trage mir jetzt einen Eyeliner auf, tusche mir meine Wimpern, überlege, ob ich irgendwelche Wimpern drauf mache. Ich denke eher nicht. Dann mal kommen wir zu den Lippen und dann komme ich zu meinem Fazit, würde ich mal sagen. Achso, den unteren Wimpernkranz wollten wir noch machen. Ja, dann machen wir jetzt mal die Lippen. Ja, das ist die natürliche Lippenfarbe, die ich derzeitig habe. Ich fand ja immer Astor eigentlich richtig, richtig toll. Astor hat wirklich super schöne Farben, was so Stifte angeht. Die sind so, so schön. Der passt jetzt nicht so dazu. Das sieht sehr clownmäßig aus. Ich benutze so ein, ich glaube, das ist auch eher so. Bordeaux. Nee. Also wenn ich es dann habe, dann sage ich euch mal Bescheid. Also kriegt ihr auch so viele pornografische Dinger von Instagram. Ich kann die Dinger ja nur melden. Und Instagram sagt immer, nein, ich sehe nicht. Die haben gar nicht nachgeschaut. Die können mir nicht sagen, wenn eine Tussi schon in ihrer Story halbnackt ist und ihre Titten und sagt, oh, wenn du noch mehr Videos von mir sehen willst, dann klick auf diese Seite, dass das dann nicht pornografisch ist. Wie gesagt, ich liebe diese Astor-Dinger. Ich finde, die zaubern einfach das schönste Finish. Das ist auch einer meiner Lieblingsfarben. Die habe ich schon mal leer gemacht. Das ist die 00 Hack Me. Ich glaube, das war sie. Keine Ahnung, ist so ein schönes Nude. Ja, finde ich echt toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wir kommen jetzt mal dann zum unteren Wimpernkranz. Ich mache mir einen schwarzen Kajal. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Vor kurzem habe ich das mal getestet und ich fand es schön. Ich fand es schön und war sehr begeistert. Kiko kommt mir nicht mehr auf die Wasserlinie. Ich habe ein Kohlkajal von zu Eva. So sieht das ganze Teil aus. Softkajal. Der ist wirklich sehr, sehr soft. Brauchen Spiegel, Spiegel, Spiegel. Also, ich arbeite am unteren Wimpernkranz und dann ziehe ich es noch so ein bisschen runter, damit wir das Grün dahin machen können. Meine Augen sind so scheiße empfindlich. Ja, ich bin sehr empfindlich, was das angeht. Die Kiko-Dinger haben es halt echt rausgerissen, muss ich mal schon sagen, ne? So. Wie viele Pinsel braucht ein Mensch für ein Augen-Make-up? 20? Ich glaube, sowas um den Dreh. Natürlich das Grün wieder. Wir sprühen das Grün auch wieder an. Also vorher habe ich es trocken aufgetragen, dann angesprüht und jetzt sprühe ich das mal an, weil meine Foundation ja schon fertig ist. Das gefällt mir gut. Klopfe ein bisschen ab und wenn ich natürlich so Wawa-Wum-Wimpern dran mache, natürlich sieht der Look toll aus. Ich meine, alleine die Wimpern reißen alles raus. Ich finde schon, wenn du nichts drauf hast, nur Wimpern, siehst du schon schön aus. Von daher machen wir keine drauf. Ich will sehen, wie das so aussieht. Und ich gehe nochmal in das helle Weiß. Klopf so ein bisschen ab, weil der ist echt bröckelig.
Und trage ihn mir nochmal da auf. Und verblende so ein bisschen das Grün mit diesem hellen Weiß. Das ist schon ziemlich schön. Das leuchtet so richtig. Das gefällt mir richtig gut. So, jetzt aber können wir die Wimpern fertig machen. Ich brauche ein Eyeliner. Gib mir ein Eyeliner. Ja, also es gefällt mir schon. Ich würde auch das Haus tatsächlich so verlassen. Ich sehe nur sehr, sehr glowy aus. Trotz Puder. Ich weiß auch nicht, in welcher Perspektive ich euch am besten Looks zeigen soll. Ich muss ja sehen, was ich eigentlich mache und muss euch... Ich hoffe, ihr seht das. Ich habe in einigen meiner Videos gesehen, ich verschwinde einfach. Deswegen diese Perspektive, ich denke, das ist ganz gut. So, das sieht echt furchtbar aus. Die untere Wimpernkranz und die Wimpern sind noch so hell. Ich trage mir noch ein bisschen Gloss auf. Und zwar habe ich hier so einen coolen schwarzen. Den mag ich sehr, sehr gerne. Das war aus einer LE von Trended Up. Und dann geht's ans Tuschen. Also ich benutze ausschließlich keine wasserfesten Wimperntuschen, weil es mir einfach zu anstrengend ist, sie abends abzumachen. Und eigentlich hält mein Schwung. Also ich brauche nur, wenn ich weine, eine. Damit ich noch dabei gut aussehe. Aber sonst brauche ich keine. Wenn ihr ein Mädel seht, was so intensiv, also es ist schon intensiv, ne? Es ist schon auffällig, lila, blau, blass, kariert. Es ist schon auffällig. Was würdet ihr denken? Also ich meine, ich denke auch oftmals komischerweise so merkwürdig und denke so, was hat er sich jetzt eigentlich dabei gedacht, das zu machen? Oder warum tragen die Leute das? Aber ich würde es nicht aussprechen. Also meine Gedanken, nicht weil ich... weil ich es persönlich nicht schön finde, aber mich interessiert, was die Leute selber dabei... Ich frage auch Leute und versuche sie so ein bisschen zu reflektieren. Es in ihm irgendwas ausgelöst hat, dieses Auto zu haben. Also wisst ihr, was ich meine? So eine Reflektation und sowas ist eigentlich gar nicht immer so verkehrt. Der Kajal verschwindet eigentlich direkt. Ich habe knallrote Augen. Nicht unbedingt vom Kajal, vielleicht auch einfach vom Schminken, von den ganzen Glitterpigmenten. Man kann es ruhig trocknen lassen, aber ich möchte doch jetzt einfach meine Review abgeben. 25 Minuten plus die, die ich verschwendet habe, wird ja nichts, ne? Es wird ja nicht besser. Also, wir fangen an mit dem Spray, was ich heute benutzt habe, finde ich toll. Ich finde das richtig schön feinnebelig und erfrischend. Ist halt einfach nur für die Erfrischung, für nichts anderes oder die Puderpartikel wegzumachen. Meine Augenbrauen habe ich mit dem kleinen Benefit gemacht, den finde ich auch richtig gut, aber kaufen würde ich mir nicht zu teuer. Dann habe ich mich geschminkt mit My Little Pony. My Little Pony, es ist so eine Geschichte, ja. Tolle Farben, wirklich tolle, tolle, tolle Pigmentierung, tolles Farbergebnis, ja. Also, was will man mehr? Aber es ist so, dass man einfach sich viele Gedanken machen muss, was man schminkt. Ich finde, ein paar Matte sind dabei, aber ich war heute vielleicht auch unkreativ. Also ich würde jetzt nicht sagen, diese Palette ist schrottig, nein, nein. Ganz im Gegenteil, ich finde das toll, dass man sich, also dass man so einen Nervenkitzel kriegt, um die Produkte auszutesten, um mal was auszuprobieren. Wisst ihr, was ich meine? Es wird sicherlich auch noch einen Look geben, ja, also... Klar, weil die Palette ist jetzt da und ich möchte sie auch testen. Aber ich finde irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, ob das der unruhige Hintergrund hinten dran ist mit diesen Ponys. Oder weil sie nicht so richtig angeordnet sind. So durcheinander. Wisst ihr, was ich meine? Nicht so ja, farbtechnisch zusammenpassend. Also ich würde den, dann würde ich das. Und dann so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich meine? Also so von Regenbogenfarben. Also für mich einfacher in meinem Kopf zu verstehen. Egal was für eine Textur. Ja, tolle Pigmentierung, aber komisches Farbzusammenspiel. Dann habe ich von Bare Minerals das hier. Das ist mir zu deckend. Also es ist mir zu deckend und zu unmattierend. Ich fühle mich damit nicht matt genug. Es liegt einfach theoretisch auf der Haut. Kein Nachkaufkandidat. Ja, wir kommen jetzt hier mal zu dieser Palette. Braucht kein Mensch mehr.
braucht kein Mensch mehr. Ich würde sie auch nicht empfehlen. Ich fand sie mal irgendwann eine Zeit lang gut, aber das hat absolut den Hype verloren. Das hier ist eine super schöne Palette und vor allen Dingen, sie ist nicht ganz so stark pigmentiert. Das ist mir eigentlich ganz wichtig als Blush-Verbraucher. Ich möchte nicht immer aussehen wie ein Clown. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Highlighter bammt, ne? Aber es bringt mir ja nichts, wenn er so ein bisschen die Textur betont. Und das macht er auf jeden Fall. Und macht er auf jeden Fall die Lippen. Ich liebe die Astor Lip Butters, egal welche Farbe, ich liebe sie. Sie sind so, ach, ja, sie sind einfach wunderschön. Man hat so richtig pralle Sachen. Dann Liquid Liner, ja, finde ich gut, kann man sich mal zulegen. Meiner war nur schon sehr ausgetrocknet, der war ja auch eigentlich im Müll. Den habe ich schon da eigentlich hingestellt, weil er aufgebraucht war, aber es sammelt sich dann immer doch irgendwie Reste an. Die Mascara ist immer noch von mir ein Favorit. Die geben sich nichts. Also die finde ich beide klasse. Das sind absolut meine Monatsfavoriten. Meine Eyeshadow Base, ich liebe sie nach wie vor. Das ist ein Allround-Talent. Hat mir, also vielleicht seht ihr, sie ist schon fast leer. Sie ist, ja, sie ist so gut wie leer. Man muss da schon fast richtig rumkratzen, dass man was rausbekommt. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ich liebe sie. Ganz, ganz tolles Produkt. Genau, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Und was hatte ich denn noch auf dem Gesicht? Den Bronzer. Genau, wo ist mein Bronzer, das den ich eingesetzt habe? Er ist nicht zu stark pigmentiert. Er ist mir leider ein bisschen gebrochen. Aber ja. Er ist so, er ist auch nicht ganz matt, aber auch nicht ganz schimmernd. Also genau richtig und finde ich schön. Der macht auch wirklich was her. Ja, wie gesagt, zu Foundation nie. Also, nein. Möchte ich nicht benutzen. Also möchte ich mir auch nicht nachkaufen. Ich finde den Primer auch nicht wirklich. Der macht nichts schöner. Ich habe genauso große Krater wie vorher. Er macht nichts schön, auch auf der Birne nicht. Ich finde, ich habe nur noch mehr so Falten. Seht ihr das? Es legt sich so Linien für Linien dahin. Nee. Und die Foundation auch nicht. Also sowas möchte ich einfach nicht. Da brauche ich eigentlich gar nichts. Wisst ihr, was ich meine auf der Stirn? Ich habe Linien, die habe ich tagsüber nicht, wenn ich Foundation nicht drauf trage. Also das ist dann nicht so richtig, ne? Die Augen könnt ihr gucken. Wirklich eine tolle, tolle Pigmentierung. Man kann mit den Produkten einfach wahnsinnig gut arbeiten. Macht wirklich was her. Ja, mag ich sehr gerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns einfach im nächsten wieder. Mögt ihr so eine Art von Review oder sagt ihr eigentlich voll unnötig, was du hier machst? Bitte unten reinschreiben, sonst ändern wir irgendwas, was euch auch spannender ist und vielleicht auch für mich. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, ich bin heute so... Ja, genau. Das war's.